erste Rednerin, Carmen Szymanek, FPÖ. Herr Präsident, der Herr Minister ist jetzt nicht hier. Hohes Haus. Werte Kollegen, wir haben im Jänner das Fortpflanzungsmedizin trotz vielen massiven Gegenstimmen hier im Hohen Haus und unseren Gegenstimmen beschlossen. Und damals hat meine Kollegin Dagmar Belakovic-Jennewein zu Recht von einem schwarzen Tag für die Republik gesprochen. Viele Österreicherinnen und Österreicher haben dann den Vorwurf der ÖVP nicht erspart, dass sich die ÖVP als Familienpartei verabschiedet hat. Waren sehr viele Kommentare in der Richtung zu lesen und zu hören. Und viele haben sich gefragt, was kommt als nächstes? Nun, meine Damen und Herren, als nächstes kommt, dass wir das Väterkarenzgesetz ändern müssen. Und zwar, das Väterkarenz für Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften wird ausgeweitet. Mit der Änderung des Väterkarenzgesetzes können künftig auch Frauen, deren eingetragene Partnerinnen oder Lebensgefährtinnen durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein Kind bekommen, Elternkarenz nach dem Väterkarenzgesetz in Anspruch nehmen. Das heißt, eine Frau, die selber kein Kind bekommt, geht in Väterkarenz. Die Frau geht in Väterkarenz, also eine, die selber keine Kinder bekommt. Also liebe ÖVP, es ist ja wirklich von eurer Seite sehr konsequent, dass Sie jetzt das Gesetz hier so mittragen. Aber ich bitte Sie, das auch dem Herrn Außenminister Kurz auch mitzuteilen, damit er das in seine 8-stündigen Werteschulungen unbedingt mit hineinnimmt, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Deshalb werden wir auch dem Gesetz als Ganzem nicht zustimmen. Wir werden aber Teile hier zustimmen. Deshalb haben wir auch getrennte Abstimmung gefordert. Und zwar, ich finde es sehr sinnvoll, dass jetzt Pflegeeltern auch ohne Adoptionsabsichten in Karenz gehen können. Auch der Kündigungsschutz für freie Dienstnehmer für 4 Monate ist sehr wichtig und richtig und wird von uns unterstützt. Und ein besonderes Anliegen meinerseits ist natürlich auch die Einführung des 4-wöchigen Kündigungsschutzes für Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben. Das ist eine langjährige Forderung von uns. Viele Frauen sind da schwer betroffen und traumatisiert, auch nach seiner Fehlgeburt. Und wir schaffen hier jetzt auch Rechtssicherheit für jene Frauen, die hier diesen Schutz auch brauchen. Es liegen ja auch einige Fälle vor, wo Frauen dann nach einer Fehlgeburt gekündigt worden sind. Und es gibt auch OGH-Urteile, die bestätigen, dass das nicht rechtens ist. Und wir schaffen hier Rechtssicherheit. Und ich glaube, mit dieser Änderung schaffen wir es, ein wenig Druck von den betroffenen Frauen zu nehmen. Und das ist wichtig und richtig. Das Gesetz bringe vor allem für Frauen mit Fehlgeburt eine Verbesserung, lobt Carmen Szymanek von der FPÖ. Ulrike